Was geht ab, meine Sieg-Fighter, Ozir hier. Und heute gibt es Neuigkeiten zu Dragon Ball Legends, denn wie ihr seht, gibt es neue Charaktere. Aber erstmal aus vorweg, woher haben wir das Ganze? Und natürlich Big Shoutout an die ganzen Leute auf Dragon Ball Legends Reddit, die ganzen Leaker, zum Beispiel Krusty Leaks, von dem haben wir das Ganze. Und auch natürlich Renzi aus DBZ Space. Renzi selbst hat auch eine Legends.DBZ Space Seite, da werden wir auch gleich reinschauen. Ich werde alle Links in die Beschreibung setzen. Aber natürlich riesen Dank an die Jungs, denn ohne die Jungs hätten wir die ganzen Informationen nicht. Und zwar, wie ihr seht, gibt es neue Charaktere. Ja, wir sehen hier drei neue Sparking Units, wir werden uns alle Charaktere gleich in der Theater anschauen. Aber woher haben wir das Ganze? Wie gesagt, aus den Leakern. Die sind momentan in den Daten in Dragon Ball Legends. Deswegen müsst ihr das Ganze mit Vorsicht betrachten, denn die Jungs sagen da selbst, wir wissen noch nicht, ob diese Charaktere in einem neuen Banner kommen werden oder auf eine andere Art und Weise. Was sie lediglich haben, sind die Vorlagen, die Assets zu den neuen Charakteren, zu den neuen Karten im Spiel. Und diese werden wir uns heute betrachten. Deswegen, ja, ganz wichtige Information. Bis jetzt, beziehungsweise aktuell momentan, indem ich das Ganze aufnehme, wissen wir noch nicht, ob sie in den neuen Banner kommen werden oder nicht. Aber wir haben nachher noch ein paar andere Informationen, was in dem Spiel noch abgehen wird. Anyways, was wir hier sehen, sind drei neue Sparking Units. Und zwar haben wir Final Form Freezer. Final Form Freezer, auf den bin ich auf jeden Fall gespannt, weil wenn der kommt, dann kann man sich auf jeden Fall ein Spicy Freezer Armee Team bauen. Denn wir wissen, Vegeta, den wir haben, der Sparking Vegeta, gehört auch zu der Charakterzugehörigkeit Freezer Armee. Genau. Ginyu an der Stelle, Sparking Ginyu wird viel interessanter. Und ich finde, der sieht schon auf jeden Fall böse aus, wie sie sein Sprite hier gemacht haben. Weil ein Ginyu Force Team, komplettes Ginyu Force Team, das wird spicy wegen den Z-Abilities. Die geben sich ja wirklich sehr, sehr guten Boost. Wir haben ja bereits jeden Ginyu Force Member im Spiel schon. Jetzt fehlt lediglich nur Ginyu. Und Ginyu selbst kommt dann auch auf jeden Fall. Deswegen, wie gesagt, kommt auf jeden Fall. Wir wissen aber nicht, wann das Ganze kommen wird. Wir wissen nur, diese Sprites sind, diese Charaktere, die Vorlagen sind in den Daten. Dann kommt noch ein Sparking Gohan, wie wir sehen. Sparking Kid Gohan. Auch vorweg, ihr merkt ihr wahrscheinlich, man hatte die Annahme, dass vielleicht Awakenings kommen werden. Könnte vielleicht in Zukunft sein. Warum hatte man die Annahme? Bis jetzt haben wir dazu keine Informationen. Ist nur eine Annahme, weil die ganzen Sachen wurden schon, vor ein paar Tagen waren die schon quasi. Hatte man mehr oder weniger Zugriff darauf, was kommen wird. Und da hatte man nur gesehen, was für Bilder es sind. Man wusste nicht, was für Charaktere es sind, also was für Rarität die haben. Deswegen hatte man spekuliert zum Beispiel, dass der Freezer, den wir jetzt haben, den Hero, den wir bekommen haben, der wird zur ersten Form, zur zweiten Form und ihr wisst weiter zur dritten Form, beziehungsweise zur Final Form dann. Und ja, oder mit Frost genauso. Aber nee. Jetzt wissen wir Bescheid, das sind quasi separate Karten. Awakenings gibt es bis jetzt noch nichts, dazu wissen wir nichts. Könnte in Zukunft noch kommen, natürlich, ich will das nicht ausschlagen, aber damit ihr da nicht viel hineininterpretiert. Genau, die Extreme Units, neue Krillin kommt, neue Piccolo, auf den Piccolo bin ich auch gespannt. Die haben ja einen Sparking Piccolo bereits, aber neue Piccolo heißt, mit denen können wir natürlich auch in ein Team spielen, mit denen Piccolo, den wir bereits haben. Sie haben wahrscheinlich die Charakterzugehörigkeit Namek oder Erneuerung, wie das im Deutschen heißt. Naja, wie geht das am Start? Yamcha auch. Frost. Okay, Frost kommt auf jeden Fall. Ein neuer Freezer, erste Form, wird auch am Start sein. Zweite Form, dritte Form. Ginyu, Hero. Ja, das unten sind die Hero-Charaktere von der Rarität her. Extreme und Sparking, wisst ihr wahrscheinlich bereits Bescheid. Pycon, Hero, Pycon kommt auch an der Stelle. Pan auch und ein Frost. Genau. So viel zu den kommenden Charakteren, aber wie gesagt, nicht falsch oder nicht zu viel hineininterpretieren. Wir wissen bis jetzt nicht, ob es einen neuen Banner sein wird. Renzi selbst, also DBZ Space, hat gesagt, dass in der Daten noch irgendwas war, dass quasi ein Banner kommen könnte, weil es da Titel oder Übereinstimmung gab mit einem speziellen Banner, dass man da quasi nur dreimal summonen kann, so ein Event-Banner. Wie gesagt, bis jetzt wissen wir nichts zu einem neuen Banner. Der aktuelle Banner geht ja noch bis Juli, aber da das Spiel noch weltweit veröffentlicht wurde, gehe ich schon davon aus, dass demnächst ein neuer Banner kommen könnte. Ob diese Charaktere in dem Banner sein werden, es hat einen Anschein, ja, aber wir wissen es nicht. Wann genau könnten wir das wissen? Morgen findet eine Wartung statt, wir werden uns gleich alle Informationen sehen. Danach werden wahrscheinlich neue Daten reinkommen und dann könnten wir eventuell mehr wissen. Dann lasst euch das Ganze natürlich wissen, aber zumal will ich erstmal noch eine andere Sache anschauen und euch mit euch teilen, nämlich Legends.DBZ Space. Das ist die DBZ Space Seite von Legends quasi. Hier können wir auch alle Charaktere sehen. Das sind die momentanen Charaktere, die wir haben beispielsweise. Könnt ihr euch gerne anschauen, die Details angucken. Aber worauf ich hinaus will, ist, wenn wir auf Extras klicken, boom, sehen wir drei andere Sparking Units. Super Saiyan Goku, Trunks und Broly. Viele von euch wissen wahrscheinlich schon, okay, die gab es schon lange. Wir wissen, die sind in den Daten. Warum zeige ich sie euch jetzt? Damit ihr einen klaren Vergleich und Unterschied habt. Warum sind diese Charaktere schon von Anfang an mehr oder weniger in den Daten? Weil diese Charaktere kamen in dem Tutorial vor in dem Spiel. Wir haben gegen Broly gekämpft. Die zwei Dudes hatten wir als unsere Teammitglieder.
Deswegen sind sie in den Daten, weil sie quasi in dem Tutorial waren, weil Broly ein Boss ist. Heißt, es muss nicht zwingend heißen, dass diese drei Charaktere in den Banner kommen werden. In der Zukunft werden sie wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise, hoffe ich, verfügbar sein. Aber wenn wir einen Vergleich haben zu Dokkan, da gibt es auch viele Story-Charaktere, die gibt es lediglich einfach nicht. Die sind einfach nur in den Daten, weil sie in dem Spiel vorkamen, aber sie kamen nie als Samurai-Charakter. Ich will da euch nicht abschrecken und nicht sagen, diese kommen nicht. Nein, wir wissen es selber nicht, ich weiß es selber nicht. Aber damit ihr einen Vergleich habt, diese Units sind in den Daten, weil sie in dem Tutorial im Spiel vorkamen. Diese kamen neu hinzu, die Vorlagen dazu. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass diese quasi als nächste kommen, die Karten, die wir hier sehen. Und hoffentlich in den Banner. Wir wissen aber jedoch nicht, wann so ein Banner kommen wird und ob sie in einem Banner sein werden. Wir wissen es nicht. Wenn wir dazu mehr wissen, lasst euch auf jeden Fall wissen. Dann, wie gesagt, das war die DBZ Space Seite von Legends. Könnt ihr euch gerne ansehen. Ich werde die Links in die Beschreibung setzen. Dann Shoutout an Krusty Legends. Ist ein Leaker, französischer Leaker. Der hat die Sachen geleakt und sagte hier Folgendes geleakt. Ja, das ist zwar ein Ingame-News, aber diese News seht ihr bei euch im Spiel nicht, weil er ist auf einem Privatserver, die Leaker, und deswegen kann er das dort sehen. Und hier steht, eigentlich war für heute eine Wartung geplant, aber diese wurde verschoben. Und zwar gibt es eine Wartung morgen am 7. Juni. Hier steht dran 4 bis 10 CET, das ist Central European Time. Wenn ich das auf Google eingebe, dann klatschen wir eine Stunde drauf, dann bekommen wir unsere deutschen Uhrzeiten. Heißt, es sollte eigentlich von 5 Uhr morgens bis 11 Uhr morgens gehen. Die Wartung morgen am 7. Juni. Und danach werden wir quasi mehr wissen, was da abgeht. Beziehungsweise, ob da neue Sachen reinkommen sind und ob die Dudes, wie man die Dudes, die neuen Charaktere, die kommen Charaktere erhalten, wie sie erhältlich sein werden. Hoffentlich, wenn wir da mehr wissen. Wie gesagt, lasst euch auf jeden Fall wissen. Zumal wissen wir aber noch eine andere Sache, nämlich was wird sich ändern. Es wird ein Versionsupdate geben, wird upgedatet zu 1.7. Am besten switchen wir da mal rüber auf das Foto hier aus Reddit. Shoutout an die ganzen Jungs dort natürlich. Und da ist die englische Übersetzung davon. Das Ganze wird geupdatet auf 1.7.0, die Version. Update, da werden gewisse Sachen hinzukommen. Nämlich, wir haben zum einen gewisse Änderungen im PvP-Kampf. Eine Story wird hinzukommen, eine neue Story, Kapitel 7, Part 1 von Story, also was hier momentan online ist. Kapitel 7 wird hinzukommen, momentan geht es ja nur bis Kapitel 6 auf Normalstufe. Heißt, da wird eine neue Story auf jeden Fall kommen. Und dann wird es ein paar Anpassungen geben zu Ki-Wiederherstellung im Kampf, zu den Sachen, wie man ausweicht und so weiter und so fort. Und auch die Karten, die Sprites und Vorlagen werden ein bisschen geändert. Zudem wird verändert, wenn man PvP Netzwerkfehler hat, heißt zum Beispiel, wenn er momentan ist es ja so, wenn der Gegner den Kampf lief oder einen Disconnect hat, dann ist es ein Unentschieden. Aber in Zukunft wird das so sein, dass quasi der, der gelieft hat, verliert. Also wenn ich zum Beispiel einen PvP-Kampf habe und mein Gegner lief, hat einen Disconnect, dann gewinne ich. So wird das Ganze sein. Genau, da gibt es auch normalen Standard-Bugfixes und so weiter und so fort bei App-Crashes und ja, Standard-Zeugs. Genau, Leute, wie gesagt, das sind Informationen zu den kommenden Charakteren. Wie gesagt, nicht zu viel hineininterpretieren. Wir haben die Assets, wir haben die Vorlagen. Ich bin guter Zuversicht, dass diese früher oder später im Spiel erhältlich sein werden. Wie sie erhältlich sein werden, wissen wir im Moment nicht, indem ich das Ganze aufnehme. 6.6. wir wissen nur, dass die quasi kommen werden. Aber ob sie in den Banner kommen werden oder wie man sie kriegt, wissen wir noch nicht. Ich gehe davon aus, dass sie in den Banner kommen werden. Aber wie gesagt, es sind Leaks, deswegen müssen wir das mit Vorsicht betrachten. Es kann sich sehr viel ändern und hier wissen wir ganz klar, kommende Charaktere wird es zwar geben, aber wir wissen nicht, ob sie in den Banner kommen. Das ist die Message dahinter von diesem Video. Alles andere hoffe ich dennoch, hat euch demnach auch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.